So, wir haben letzte Folge die Götter zufriedengestellt mit Karasim und jetzt geht's weiter mit einem Random Hero. Also schauen wir mal, bitte nicht Muradin. Ich hab diese Woche mit Muradin schon genug gefailt. Schauen wir mal, und als letztes dann noch ein Specialist. Ich muss mal kurz in die Quest reinschauen. Es ist wieder ein neuer Tag. Für mich. Eine neue Aufnahmesession, also nicht alles am Stück aufgenommen. Ein Specialist und ein Warcraft-Helden. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt sogar schon einen Warcraft-Helden. Wie gesagt, ich will die letzten 14.000 zusammenfarmen, damit ich mir die letzten beiden Helden kaufen kann. Und ich weiß nicht, wann Lunara und Greymane kommen, aber die werde ich mir dann hundertprozentig entweder gegen Gold, wenn ich das zur Verfügung habe, oder eben gegen Money kaufen. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, dann kann man natürlich dann doch schon mal drüber nachdenken, dass man sich die Elite-Skins kauft, die Master-Skins von ADC. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich holen würde dann. Aber erst einmal gucken. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wir haben Geldes, wir haben ADC, ein Specialist. Entweder ein zweiter Tank oder ein Specialist. Ich glaube, ein Specialist. Ja, sieht fast danach aus. Ein Specialist! Jo! Super, dann hat sich das ja schon fast gelohnt. Gucken wir mal. ADC, Illidan, Karazim, Keltas. Gegnerteam mit Johanna, Asmodan. Ja gut, da kann ich mich jetzt nicht darauf einstellen. Da muss ich erstmal schauen, was ich für einen Helden bekomme. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wappnet euch, Helden. Mir ist tatsächlich. Oh, ich spiele Asmodan. Cool. Asmodan ist cool halt. Eine kleine Geschichte am Rande. Mir ist heute was ganz. Ja, ist, also merkwürdig ist es nicht, aber ich musste heute in strömenden Regen. Also schon mal die erste Phase, wo ich extrem viel Pech hatte, in strömenden Regen durch Fulda latschen. Ich weiß nicht, wenn ihr Hessen kennt, dann kennt ihr bestimmt auch Fulda. Ist eine schöne Stadt, kann ich nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Beziehungsweise Urlaub ist da bestimmt auch mal drin. Ist echt schön. Generell ist Hessen echt schön. Ich habe es noch nicht bereut, hierher gezogen zu sein und musste 3 Stunden lang durch Fulda latschen, weil ich einfach zu dumm war, mit der Google Map irgendwie mal den Ort zu finden, den ich gesucht habe. Und dann bin ich, keine Ahnung, 6, 7 Kilometer gelatscht, und als ich zu Hause war, ich hatte währenddessen schon gar kein Gefühl mehr in meinen Füßen. Es hat alles sehr, sehr weh getan. Und da habe ich mir meine Fußsohle angeguckt und ich habe gedacht, ich muss sterben, so wie das aussah. Mein ganzer Fuß hat komplett wehgetan, war komplett kaputt, die Sohle. Und jetzt versuche ich hier mal bei einer Runde Heroes of the Storm meinen Fuß ein bisschen zu erholen. Das heißt, mein Fuß sind da nicht beide Füße. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt nehme. Ja, ich werde auf Meister der Zerstörung spielen, pushen nebenbei machen. Immer eine gute Idee, den Tank anzugreifen. Ja, jetzt habe ich ein paar Minuten ganz schön Quatsch gespielt. Oha, hier sind ja mehrere. Nicht so gut gewesen. Na gut, dann fahren wir halt ein bisschen weiter. Offensichtlich, dass
Erde lang geht. Nein, aber das war wirklich extrem nervig, den ganzen Tag zu laufen, weil ich habe ja leider kein Auto. Ich habe zu viel Respekt vor dem Auto, glaube ich. Und jetzt muss ich auch mal zurück. Das sieht schon mal nicht gut aus. Umklammerung der Sünde. Ja. Alles wird brennen. Okay, das ist schon mal sehr interessant. So, ich komme wieder hoch. Jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Ja, ich werde aber mit Maßlosigkeit spielen. Hier geht es um die Objectives, also um die Schreine. Das gerade so Dinge, wo man vielleicht Coins sammelt. Es ist nicht so wichtig, dass man da auf was wollte ich jetzt sagen? Mal hier schnell. Dass man da nicht unbedingt auf Pushen spielt, sondern das mache ich einfach nebenbei. Hier werde ich auf jeden Fall auf meine Fähigkeit vertrauen, die mir hilft, gegen feindliche Helden anzukommen. Was natürlich die anderen auch machen, aber gerade hier die Minions, ist nicht gerade so, dass die mir viel bringen. Okay, nicht abgebrochen. Okay, dann muss ich dann doch vielleicht mal weg. Das schaffe ich leider nicht da oben alleine. Noch nicht. Da kann mich Johanna ein bisschen zu gut unterbrechen. So, jetzt muss ich mal kurz zurück und gucken, was ich spiele. Ja. Das war ein Fehler von ihm. Machen dürfen. Was machen die denn da die ganze Zeit? What the fuck, ey? Aber ihr habt natürlich recht, wenn ihr jetzt sagt, du hättest eigentlich schon die ganze Zeit hochgehen können. Selbstverständlich. Fuck, hab ich nicht mehr bekommen, schade. Ja, jetzt ein bisschen gequatscht gehabt. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren auf das Spiel. 13k Helden schon. Ja, mal ein bisschen mehr farmen gehen. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Sieht schon mal nicht nach einem guten Spiel aus. Ah, dem muss ich jetzt keine Angst mehr haben. Den mal verteidigen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen pushen gehen. Okay.
Ja, sind doch zu stark. Der gute Serratul. Ich hab's mal versucht. Ich spiele ganz schön Quatsch gerade zusammen. Kann mal ein bisschen konzentrieren. 0-2 ist ganz schön kacke. Überhaupt gar kein Farm bisher gemacht. Der gute Asmund auf der Gegnerseite ist schon wesentlich besser. Mal langsam ein bisschen ranhalten hier so. Und jetzt haben wir mal tatsächlich was gekillt. So, ich gehe mal schnell runter. Ach, da ist Murky, okay. Das Camp da oben. Ah, fuck, ey. Da konnte ich leider nichts einsetzen. Ich muss auf Serratul aufpassen. Okay, das war Fail. Braving von der anderen Seite. Na gut, wenn die hier schon mal sind. Okay, der verschwindet jetzt mal. Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. Mal den Ulti einsetzen, damit ich hier schnell das Fort irgendwie bekomme. Jetzt habe ich leider kein Mana mehr. Ganz schön ätzend ist. Ach, das haben die hier schon erledigt. So ein Scheiß. Verteidigt unser Fort. Ja, einer sollte halt mal in die Mitte gehen. Der gute Serratul ist hier unten. So ein Dreck. Mach ich kurz weg. Was machen die denn da oben? Was machen die denn? Nimm doch das Ding ein, verfluchte Scheiße. Uiuiuiuiui. Ein Deppenfall. Ja. Hm.
fragt man nicht, warum die da, Ja, das ist ein mieses Spiel, weil die sind da unten und laufen einfach dran vorbei, statt einfach mal das Ding einzunehmen. Das ist so dumm. So dumm schon wieder. Was sind das hier für Idioten, die schon wieder mitspielen? Gibt's einfach nicht. Ich habe einfach zu wenig gefarmt. 0-3 ist zu wenig. Die sind nur aufs Killen aus. Ja. Was für eine behämmerte Aktion. Super Idee, den Tank zu holen. Aber ich werde unten weiter pushen. Wir haben noch nicht mal ein einziges Fort irgendwie ange. Doch, das da, aber. Mann, ey, das hätte eigentlich nicht sein müssen. Ich hätte vorhin auch einfach in die Mitte gehen sollen. Oh mein Gott, was für ein Schwuchtel-Ulti. Also schwer gegen die beiden irgendwas auszurechnen als einziger Farm Hero. Momentan ist es echt schwierig, beim Team irgendwie zu sein. Oh fuck, jetzt muss ich auch noch in die Mitte. Der hat eine Festung zerstört. Der Drache soll nicht länger ruhen. Entfesselt seine Macht. So, das sieht überhaupt nicht gut aus. Serratur hier lang gegangen, oder? Ne, der ist oben. Das gibt's doch nicht, Leute. Tut doch mal was. Was machen die denn den ganzen Tag? Ihr scheint eine Festung verloren zu haben. Eure Zitadelle wird angegriffen. Ey, solche Deppen, ey. Die stehen da eine halbe Stunde und tun einfach nichts. Klar, dass er die Bubble hat. Wow, Schwein gehabt. Geht doch, Jungs. So, und ich muss mich jetzt auch mal zusammenreißen hier. Mehr Rekrutierungen spielen. Nicht mal das blöde Fort da holen. Was ist mit ihm los? Er hat doch volle Lebenspunkte. Warum rennt er denn weg? Ich hab den Udi gleich überlegt. Ich kann mir nicht mal das Fort hier holen.
Ja, der ist viel stärker als ich. Jetzt sterbe ich an den Minions, Leute, das wäre so typisch. Ach man! Komische Leute. Ist einfach zu wenig. Was für... Oh. What the fuck, ey, dieser ATC. Ich habe leider auch ein bisschen am Anfang zu sehr gequatscht. Hätte man vielleicht doch lieber was Sinnvolleres machen sollen. Gehen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst weitermachen soll. Ich müsste, glaube ich, auf jeden Fall mal noch die Top-Lane unter Kontrolle nehmen, genau. Funkelchen drauf gegangen. Ah! Da sind ja ganz schön viele. Ja, ist verdammt schwierig gegen die beiden, gegen Murky und gegen Asmodan. Ja, verloren das Spiel. Ja, da waren wir alle ganz schöne Noobs. Der Drache wird wieder auferstehen. Das war ein ganz schönes Scheißspiel. Guck mal, rein in die Statistik. 43k, Damage. Ja, ich hätte mir viel mehr farmen müssen. Na okay, da kommst du eh nicht ran. Und Asmodan, die haben beide richtig gut gefarmt. Wir waren bei den Kills eigentlich gar nicht so schlecht dabei, aber 2-3 ist zu schlecht. Ich habe am Anfang ganz schön gepennt. Und ansonsten haben meine Mitkameraden auch einfach mal gepennt. Wir müssen dann hochgehen und das Ding einnehmen. Nein, da wird runtergegangen. Und schon ist das Ding wieder weg. Der Schrein, also der Obelisk. Ganz schöner Kack. Aber gut, dann sehen wir uns einfach zur nächsten Folge wieder. Ciao!